Ja, es ist schon ein Weilchen her. Damals so als, naja, junger Mann kann man noch nicht sagen, als Jüngling, sag ich mal. Immer wenn wir auf Hochzeiten eingeladen waren, dann kamen immer diese klugen Verwandten und sagten, grinsten einen immer so an, na, du bist der Nächste. Das ging eine ganze Weile so. Ja, jetzt ist natürlich irgendwann Ruhe gewesen, dem es dann passiert ist. Ich auch verheiratet war. Jetzt kommen aber die nächste Generation von Familienfeiern, die stattfinden. Und da drehe ich den Spieß jetzt einfach um. Jetzt sind wir nämlich oft auf Beerdigungen. Und dann sage ich halt ganz gern, haha, du bist der Nächste. Wenn es denn geht. Immer war sie in rastloser Bewegung und Tätigkeit. Im Sommer barfuß mit nackten Armen, braun gebrannt, im Winter angezogen wie andere im Sommer. Ihr Vater war Lotse und Fischer. Sie rannte bei den Leuten herum und verkaufte Fische. Sie hielt sein Boot gegen Wind und Strömung, und wenn er lotste, trieb sie die Fischerei allein. Wer ihr begegnete, wandte sich um und sah ihr nach. Sie war die verkörperte Selbstsicherheit. Sie hieß Gunlaug, aber man nannte sie das Fischermädel. Ein Titel, den sie als den ihr zukommenden Rang hinnahm. Beim Spielen half sie stets den Schwächeren. Sie hatte das Bedürfnis, sich andere anzunehmen, und so nahm sie sich des zarten Jungen an. In ihrem Boot durfte er Flöte blasen, was zu Hause untersagt war, weil man fürchtete, seine Gedanken möchten von den Schularbeiten abgelenkt werden. Sie ruderte ihn hinaus auf den Fjord. Sie nahm ihn mit auf ihren ausgedehnten Fischzüge. Bald begleitete er sie auch auf ihre nächtlichen Ausflüge. Dann ruderten sie bei Sonnenuntergang hinaus in das lichte Sommerschweigen. Er blies die Flöte oder hörte zu, wie sie ihm von allem erzählte, was sie wusste. Vom Meermann, vom Gespenstern, oh Gott, von Gespenstern. Von Schiffbrüchen, von fremden Ländern und schwarzen Völkern, von allem, was die Seeleute erzählt hatten. Sie teilte ihr Essen mit ihm, wie sie all ihr Wissen mit ihm teilte, und er nahm alles hin, ohne das Geringste wiederzugeben. Denn er brachte von Hause kein Essen, aus der Schule keine Fantasie mit. Sie ruderten, bis die Sonne über den Schneebergen unterging, dann legten sie an einer Insel an und machten Feuer. Das heißt, sie sammelte und schichtete Holz und Reisig auf, und er sah zu. Eine von ihres Vaters Schifferjacken und eine Decke hatte sie für ihn mitgebracht. In die wurde er hineingewickelt. Sie passte aufs Feuer auf und er schlief ein. Um sich wach zu halten, sang sie Verse aus Liedern und Chorälen, bis er eingeschlafen war. Sang sie mit starker, heller Stimme, dann sang sie leiser. Wenn die Sonne der anderen Seite wieder emporstieg und als Vorboten ein gelbkaltes Licht über die Berggipfel vor sich schoss, weckte sie ihn. Der Wald stand noch schwarz und die Wiese dunkel. Bald aber begannen sie sich braunrot zu färben, zu blinken, bis der ganze Gebirgskamm glühte und alle Farben darüber rauschten. Dann zogen sie das Boot wieder ins Wasser. Ein Schaumstreifen lief durch die schwarze Morgenbrise, und bald lagen sie am Strand neben den anderen Fischern. Als der Winter kam und die Fahrten aufhörten, suchte er sie in ihrem Hause auf. Er kam regelmäßig und sah ihr zu, während sie arbeitete, aber weder er noch sie redeten viel. Es war, als säßen sie nur beisammen und warteten auf den Sommer. Doch als der Sommer kam, wurde dem Knaben leider auch diese neue Lebensaussicht genommen. Gunlaugs Vater starb und sie verließ die Stadt, während Pedro auf den Rat seiner Lehrer in den Laden gesteckt wurde. Da stand er nun neben der Mutter, denn der Vater, der nach und nach all die Farbe der Graupen und Grützen, die er abwog, angenommen hatte, musste in der Ladenstube das Bett hüten. Aber auch von dort aus wollte er immer noch mit dabei sein, wollte genau wissen, was jedes von den Zweien verkauft hatte. Tat, als hörte er nicht, bis er sie glücklich so dicht neben sich hatte, dass er sie kneifen konnte. Und endlich, als der Docht in dieser kleinen Lampe gänzlich ausgetrocknet war, erlosch er eines Nachts. Frau weinte, ohne dass sie zurecht wusste, warum, aber der Sohn vermochte nicht eine einzige Träne hervorzupressen. Da sie Geld genug hatten, um davon leben zu können, gaben sie das Geschäft auf.
rotteten jegliche Erinnerung aus und wandelten den Laden zur Wohnstube um. Darin saß die Mutter am Fenster und strickte Strümpfe. Pedro saß im Zimmer und auf der anderen Seite des Flurs und blies Flöte. Aber sobald der Sommer kam, kaufte er sich ein kleines, leichtes Segelboot, fuhr hinüber nach der Insel und suchte die Stelle, wo Gunlaug gelegen hatte. Und eines Tages, als er dort im Heidekraut lag, sah er ein Boot gerade auf sich zusteuern und neben dem seinen anlegen. Gunlaug stieg heraus. Sie war noch ganz dieselbe, nur dass sie jetzt völlig erwachsen war und größer als andere Mädchen. Doch sobald sie seiner ansichtig wurde, wich sie langsam zurück. Es war ihr gar nicht der Gedanke gekommen, dass auch er inzwischen ein erwachsener Mensch geworden war. Dieses blasse, magere Gesicht, das kannte sie nicht. Das war nicht mehr kränklich und zart, es war schlaff. Aber in die Augen kam, als er sie sah, ein stilles Leuchten und wie von entschwundenen Träumen. Sie trat wieder näher und mit jedem Schritt, den sie auf ihn zukam, war es, als fiel ein Jahr von ihm ab. Und als sie vor ihm stand, da war er aufgesprungen. Da lachte er wie ein Kind, da redete er wie ein Kind. Das alte Gesicht lag nur über einem heimlich versteckten Kinderantlitz. Älter war er geworden, gewachsen war er nicht. Und doch, gerade dieses Kind hatte sie gesucht. Und nun, da sie es wiedergefunden hatte, wusste sie nicht, was weiter. Sie lachte und wurde rot. Unwillkürlich fühlte er sich in etwas wie eine Macht. Und zum ersten Mal in seinem Leben wurde er plötzlich schön. Es währte vielleicht bloß einen Augenblick, aber mit diesem Augenblick wurde sie sein. Sie war eine von den Naturen, die nur lieben können, was schwach ist, was sie auf Händen getragen haben. Sie hatte 2 Tage bleiben wollen in der kleinen Stadt, sie blieb 2 Monate. In diesen 2 Monaten wuchs er mehr als in seiner ganzen übrigen Jugend. Er schwang sich so weit empor aus Traum und Schlaffheit, dass er sogar Pläne entwarf, er wolle fort. Er wollte Musiker werden. Aber als er das eines Tages wiederum aussprach, wurde sie blass und sagte, »Ja, aber dann müssen wir doch erst heiraten.« Er sah sie an, sie sah ihn an, fest und klar. Beide wurden feuerrot. Dann sagte er, »Was würden die Leute dazu sagen?« Gunlaug war nie der Gedanke gekommen, dass er etwas anderes wollen könne als sie, weil sie selber nie etwas anderes wollen konnte, als was er wollte. Aber jetzt las sie es in seiner Seele. Unverhüllt. Keinen Augenblick hatte er daran gedacht, etwas anderes mit ihr zu teilen, als was sie gab. In einer Sekunde sah sie es vor sich. Ihr ganzes Leben lang war das so gewesen. Zum Anfang ihr Mitleid, zum Schluss ihre Liebe. Für das, was sie aus Güte umfasst hatte. Hätte sie bloß noch einen Moment lang Besonnenheit gehabt. Denn er sah ihren auflodernden Zorn, erschrak und rief, »Ich will ja!« Sie hörte es, aber der Zorn über ihre eigene Dummheit und seine Erbärmlichkeit, über die eigene Scham und seine Feigheit konnte in so glühender Hast in ihr auf, bis zum Sprengen aller Bande, dass wohl nie eine Liebe begonnen in Kindheit und Abendsonne, gewiegt von Wellen und Mondlicht, begleitet von Flöte und leisem Gesang, ein trauriges Ende genommen hat. Sie packte ihn mit ihren beiden Händen, hob ihn hoch, verprügelte ihn recht nach Herzenslust, ruderte dann zur Stadt zurück und ging noch in derselbigen Stunde über die Berge auf und davon. Er war ausgesegelt als ein verliebter Jüngling, der im Begriff ist, sich in sein Mannestum zu erobern. Er ruderte heim als ein Greis, der nie ein Mannestum gehabt hat. Nur eine Erinnerung besaß sein Leben und die hatte er töricht aufs Spiel gesetzt. Nur einen Fleck Erde hatte er, wo er sich hinflüchten konnte, und nun durfte er nimmermehr dorthin zurück. Vor lauter Grübelei, ob seiner eigenen Jämmerlichkeit und wie das eigentlich alles so gekommen war, versank sein bisschen Unternehmungsgeist wie in einem Sumpf, um nie wieder emporzutauchen. Die Gassenjungen der Stadt, die schon früher auf sein wunderliches Wesen aufmerksam geworden waren, fingen an, auf ihn zu necken und zu foppen. Und weil er überhaupt für die Stadt eine etwas unklare Persönlichkeit war, da niemand so recht wusste, wovon er lebte und was er trieb, so fiel es auch keinem ein, ihn zu verteidigen. Bald traute er sich überhaupt nicht mehr aus dem Hause, wenigstens nicht auf die Straße. Sein ganzes Dasein wurde ein Kampf mit dem Straßenjungen. Mag sein, dass sie immerhin doch etwas zu etwas gut waren. Wie etwa Mücken an heißen Sommertag. Denn ohne sie wäre er in unaufhaltsamen Stumpfsinn versunken.
9 Jahre später kam Gunnlaug wieder in die Stadt, ebenso unerwartet, wie sie verschwunden war. Bis zum nächsten Vorlesen.